Hi zusammen, hier ist wieder Christian von appdate.de und jetzt habe ich das Sony Xperia Z3 Compact in meinen Händen. Das ist auch im Rahmen der IFA 2014 vorgestellt worden, ist das kleine Schwestermodell des Sony Xperia Z3. Welche technischen Daten das Gerät besitzt, wie es sich auf den ersten Blick anfühlt, das seht ihr nach einem kurzen Intro. Wie ich im Intro angedeutet habe, habe ich jetzt das Sony Xperia Z3 Compact in meiner Hand. Etwas kleiner als das Sony Xperia Z3, aber auch mit wirklich sehr guten Daten ausgestattet. Jedenfalls im Bereich des Prozessors und auch der Kamera. Wir haben hier aber allerdings ein 4,6 Zoll großes Display. Es löst mit High Definition auf, das heißt 1280 Pixel mal 720 Pixel, dementsprechend kein Full HD. Nicht so hoch auflösend wie das Sony Xperia Z3, aber ansonsten doch für diese Displaygröße noch absolut ausreichend. Die Blickwinkel sind auf den ersten Blick wirklich sehr gut. Man kann das Display wirklich von allen Seiten ablesen. Und hinsichtlich der Haptik hat sich auch etwas getan, denn es ist alles etwas runder geworden. Das hier ist aus einem Kunststoff gefertigt, jedenfalls fühlt sich das so etwas Gelee- und gummiartig an. Aber ist eigentlich ganz nett gemacht und hat sehr, sehr frische Farben an Bord, nämlich unter anderem weiß, schwarz und ein knalliges Grün und eben hier dieses knallige Rot, was hier vorliegt. Wenn wir schon auf der Rückseite sind, sehen wir auch gleich die 20,7 Megapixel Kamera, die auch im großen Bruder, nämlich dem Xperia Z3, zum Einsatz kommt. Wir haben hier die Möglichkeit, den internen Speicher von 16 GB nochmals zu erweitern und das ganze Gerät wird von einem Quad-Core, nämlich dem Snapdragon 801 mit 2,5 GHz angetrieben, unterstützen wir das Ganze noch durch 2 GB RAM. Das heißt, gegenüber des Z3 1 GB weniger, aber trotzdem läuft die Oberfläche hier unter Android 4.4 KitKat extrem flüssig und ihr könnt auch sehen, hier in dem App-Drawer oder wo auch immer ich mich befinde, ist das wirklich fluffig, wie man das sonst auch von Sony kennt. Auch dieses Gerät wurde nach IP-Standard zertifiziert, das heißt, ich kann das Gerät ins Wasser werfen, bis zu 30 Minuten, glaube ich, in der Tiefe von 1,5 Metern. Dieser Wert ist jetzt nochmal etwas angehoben worden. Wir haben eine Batterie mit 2600 mAh, was wirklich sehr gut ist für diese Größe und lediglich ein Gewicht von 129 Gramm. Das heißt, es ist kompakt, es ist leicht und mit einer Dicke von 8,6 mm passt es auch in jede Hosentasche. Machen wir noch einen ganz kurzen Rundgang um das Gerät. Auf der rechten Seite haben wir den Power-Button, die Lautstärke-Wippe, einen dedizierten Kamera-Button. Das bedeutet, wenn ich diese Taste drücke, wird sofort die Kameraanwendung gestartet und ich kann entweder hier über das Display Fotos machen oder eben hier oben über diesen Button. Das wird dann auch verzögerungsfrei ausgelöst. Auf der linken Seite haben wir dann die Möglichkeit, das USB-Kabel zu verbinden, die Micro-SD-Karte einzulegen bzw. auch die SIM-Karte. Unterstützt wird natürlich bei diesem Modell auch LTE. Im oberen, im Kopfbereich haben wir den Audioanschluss und ein Mikrofon. Auf der rechten Seite die erwähnten Button. Und im unteren Bereich haben wir ein Mikrofon zum Telefonieren logischerweise und eine kleine Aussparung für eine Handgelenkschlaufe, sofern ich mir denn das Ding ums Handgelenk schnallen möchte. Die Lautsprecher befinden sich wie beim Xperia Z3 auf der Vorderseite, das heißt im unteren und auch im oberen Bereich, dort wo das Sony-Logo ist, ist meiner Meinung nach sehr gut eingefasst worden, gefällt mir wesentlich besser als noch beim Xperia Z2. Das war es mit einem kurzen Überblick über das Sony Xperia Z3 Compact. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut.